werde ich mit der CO2-Pistole schießen, mit der Makarov. Wie versprochen, auf 10 Meter jetzt. In dem anderen Video habe ich ja noch im Haus geschossen auf 5 Meter und da gingen die Kugeln ja ganz gut in die Dose rein. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob das auch auf 10 Meter klappt. Bin ich gespannt. Aber vorher wollte ich euch noch mal ein Messer zeigen, und zwar von Herberts. Das ist auch also nummeriert mit der Nummer 076. Das habe ich also schon ewig, das habe ich noch zu D-Mark-Zeiten gekauft. Hält immer noch, also von wegen, was manche Leute davon sich geben, also ein Messer fängt erst ab 300 Euro an, aufwärts, das ist ja Stoß. Ne? Oder Herberts taugt nichts und was weiß ich nicht alles, also da habe ich schon was weiß ich wie viele Jahrzehnte. Also, dann ist das wahrscheinlich eine Ausnahme hier, keine Ahnung. Also ich habe mal geguckt, ob ich das irgendwo noch im Internet finde, aber nichts zu machen. Das sieht doch mal klasse aus, oder nicht? Also ich finde die Messer gut. Gibt vielleicht auch schlechte dabei, ganz klar. Na, also, aber so. Das Einzige, was hier mal abgegangen ist, ist hier so eine kleine, ja, wie nennt man die Dinger, die da, damit man die Schrauben nicht sieht, so eine kleine, so ein Teil, was weiß ich, wie das Ding jetzt heißt. Aber ansonsten, ich meine, also für die Zeit, für die Jahre, wo ich das Messer habe, das ist spitzenmäßig, das Messer, finde ich, meine Meinung. Und andere sagen, Schrott, okay, von mir aus, ne, kein Problem. Ja, das wollte ich nur mal kurz so gezeigt haben, ist ein klasse Ding. Packe ich mal weg. So, ja, da lege ich gleich eine neue CO2-Kapsel ein und ich habe natürlich wieder Kaffee vorher getrunken, aber ich hoffe, ich treffe das Teil beim zweiten, dritten oder vierten Schuss. Und dann wollen wir mal gucken, was die Dose dazu sagt. Ich klemme das Ding mal auf. Ich klemme das. Ja, heute ist nicht so wirklich mein Tag. Ich klemme die Kamera mal aufs Stativ eben. So, jetzt werde ich jetzt nochmal einen Schluck Kaffee trinken aus meinem Mopsbecher. Damit ich auch eine Ausrede habe, warum ich daneben schieße. Den stelle ich mal beiseite und jetzt werde ich noch mal eine neue CO2-Kapsel reinmachen. Ups, ja. So kann man es auch machen. Na, komm raus hier. So, ich hoffe, dass nicht zu viel daneben zischt. Ja, das hat geklappt. Einigermaßen. So. So. Bin gespannt, ne? So. Wichtig ist, den Mund zulassen, falls ein Ding zurückkommt, hast keine Zähne mehr im Mund. Oh, habe ich hier wieder ein Tatter heute. Ups, das Ding ging gegen Wagen, das ist ja geil. Ach du Scheiße, also wirklich, also man hat es vielleicht gehört, mein Wagen steht da vorne, der Suzuki Gott sei Dank, nur die Dinger kommen also echt zurück. Ne? Oh, meine Kamera steht auch dort. Wenn der Objektiv getroffen wird, das wird teuer. Oh, oh. Na, ich riskiere es einfach nochmal. Ich hoffe, dass nichts Großartiges passiert. Also, ich habe mir gerade eine Deli hier reingehauen. Also, wenn dafür kein Abo drin liegt, hatte, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, auf jeden Fall muss man Gesichtsschutz tragen. Das hat man jetzt also ganz deutlich gehört und gesehen. So, und ja, wenn man da auf den Zahn trifft, ne, dann kannst du einfach diesen Labalom mal pfeifen, ne? Also garantiert. Also vorsichtig mit den Dingern, die kommen echt zurück. Und dann habe ich nicht mal die Dose getroffen, habe mich frei getroffen. Was für eine. So.
Oh Mann, ich zitter, alter Schwede. Ja, getroffen, mein Gott. Aber, man sieht, das Ding geht auf 10 Meter rein. Alter Verwalter. Also, das müsste ich ja eigentlich mal auf 20 Meter ausprobieren, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich auf 20 Meter treffe. Das wird ja dann aber garantiert ein Glückstreffer. Also ich muss sagen, ich werde es mal ausprobieren. Guck, die Kugel ist sogar drin, cool. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also die Kugeln driften natürlich auch so ein bisschen ab, ne? Also, aber ich werde es ausprobieren. Ich schieße jetzt einfach mit mehreren Schüssen einfach drauf und dann wird man sehen, ob da noch ein Loch reingeht oder nicht. Das ist nicht schlecht. Also auf 10 Meter... ist gut. Aber auf 20 Meter wird das nichts. Das glaube ich nicht. Oh. Nee. Mal aufstützen hier. Nee, also irgendwie habe ich mal wieder einen zu großen Tatter. Warte mal. Aber die Kugeln, also auf 20 Meter, das ist ein bisschen heftig, glaube ich, für die Pistole. Habe ich das Magazin schon leer geschossen, oder wie? Nee, kann doch nicht sein. Wollen wir mal gucken. Jo, keine Munition mehr drin, ich muss mal hier was Neues reinschmeißen, da. So, Magazin ist geladen mit 18 Schuss. Also 18 Schuss gegen reines Magazin, aber oh ja. Ich glaube, ich treffe die Dose nicht. Ja, also ich muss sagen, auf 20 Meter sehr ungenau. Ob das nun an mir liegt oder an der Pistole, na, würde man sagen, so 50-50. Ne? Also ich zitter natürlich auch ein bisschen. Aber 20 Meter, das ist schon... Na, Delle reingeschossen, da hätte ich mir schon gedacht. Aber immerhin auf 20 Meter eine Delle mit dem kleinen Teil da. Also... Naja gut, wichtig waren für mich auf 10 Meter und auf 10 Meter ist das ganz okay. Also auf 10 Meter in die Dose ein Loch reinschießen für die kleine CO2-Pistole, das finde ich schon ganz gut. Das trifft man auch wunderbar, aber so auf 20 Meter, das ist dann schon mehr so ein Glücksschießen, ne? Weil diese Kugeln, die driften dann doch ein bisschen weit ab. Da kann man ja fast zugucken, wie die im Bogen fliegen, ne? Aber gut, okay, da um 20 Meter ging es auch nicht so wirklich. Sondern um 10 Meter. Und ich würde sagen, also für 10 Meter ist das noch ganz okay. Hier, guck mal hier. Da hatte ich mir so ein paar Holzscheiben abgeschnitten. Das war jetzt eben quasi wie meine Auflage. So, also auf 20 Meter hat das nicht so gut funktioniert. Ob das nun an mir lag oder an der Pistole. Gut, ja, an mir und an der Pistole wahrscheinlich. Aber auf 10 Meter war das nicht schlecht. Also da ging die gut in die Dose rein. Auf 20 Meter war ja nur eine Delle zu sehen. Aber so, ich möchte mal sagen, also im Haus oder in der Wohnung, das Teil, meinetwegen auf 3, 4 Meter, möchte ich nicht abbekommen. Und schon gar nicht am Kopf. Also dann, ne? Ja. Muss ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen, ne? Wer will das schon abkriegen, ne? Also wenn du dann ein paar Mal hintereinander schießt, ne, den triffst du ja dann auch, ne? Am Kopf. Das ist ja gefährlich. Also auf jeden Fall sollte man, wenn man hier schießt mit dem Teil und auf irgendwelche harten Teile, wie man ja nun am Anfang gehört hat, die Dinger kommen zurück. Also auf jeden Fall Schutzbrille und zulassen oder am besten Gesichtsschutz. Und wenn man eben nur so schießen will, ein guter Jagdfasan war das eben, einen guten Kugelfang, sodass die Dinger nicht zurückkommen können.
Das wäre natürlich am optimalsten. Muss man dann mal selbst ausprobieren, wenn man so ein Ding hat, auf 20 Meter schießen. Aber auf 10 Meter würde ich sagen, ist das Teil nicht schlecht. Also geht prompt in die Dose rein. Das hätte ich jetzt nicht so wirklich vermutet, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, auf 5 Meter hatte ich einmal ein Video gemacht. Ging nicht gut rein. Aber auf 10 Meter geht das Ding auch rein. Ja. Und bei 20 Meter, ja gut, habe ich einmal getroffen, da war eine Delle drin. Also ja, auf 20 Meter geht die nicht mehr rein. Ja. Ich habe auch zu oft daneben geschossen. Auf 20 Meter. Ja. Also ich würde mal sagen, ist ganz gut das Ding. Also ich finde das nicht schlecht. Also als Heimverteidigung, ja, muss jeder selbst wissen, ob er das da nutzen will oder nicht. Aber wenn man sie hat, ist ja auch nicht so teuer, kostet ja nicht die Welt. Also kostet ja keine 500 Euro oder 800 Euro drin. Das Ding kostet ja gerade mal, weiß ich gar nicht, 70 Euro so in dem Dreh. Da kann man ja nicht viel verkehrt machen und man fühlt sich vielleicht ein bisschen sicherer, ne? Ja, das war's dann erstmal wieder. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.